Geh mir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album-Review. Heute geht es um eine Band, die ich ja immer so ein bisschen im Auge hatte, aber von denen ich nie was gehört und mir nie was geholt habe. Und zwar Arrest mit ihrem neuen Album Reincarnation. Ja. Das ist eine Band, die, ja, wie gesagt, deren Coverart works und vor allem das Logo ist mir immer wieder untergekommen. Irgendwie, weil, ja, ich stöber gerne irgendwie nach unbekannteren Metal-Bands und da habe ich öfter mal Cover von den Alben, von den älteren Alben der Bands gesehen. Und ich muss gleich mal gucken. Ich glaube, ich habe da auch ein bisschen was auf meiner Liste, was ich dann jetzt runternehmen kann. Zumindest einen. Warum? Das werde ich euch gleich zeigen. Vielmehr erzählen. Denn ich habe Arrest dann auch vor Ewigkeiten mal auf Facebook gefollowt oder geliked. Das reicht ja schon und du bekommst alle Infos dann immer auf deine Chronik von den Bands. Das ist ja so der Hauptgrund, warum ich Facebook überhaupt habe. Einmal ja der Kontakt zu ein paar Freunden und auch zu euch mittlerweile natürlich, einigen von euch, ne? Und hauptsächlich war es aber damals anfangs wegen meiner Süßen und weil man halt wunderbar Kontakt zu einigen Bands halten kann. Oder einfach informationsmäßig da immer auf dem neuesten Stand bei einigen Bands bleiben kann. So, das ist dafür ein ganz gutes Medium. Das finde ich auch gut, dass viele Bands das nutzen. Und ich glaube, heutzutage ist es auch wichtig, als Band eine Facebook-Seite zu haben. Sonst entgeht einem nämlich sowas wie das, was jetzt hier passiert ist. Ich habe nämlich hier einen kleinen Zettel, ne? Der war bei dieser CD mit bei. So, und was es damit auf sich hat, das werde ich euch jetzt erzählen. Am 25. Oktober hat Arrest nämlich auf ihrer Facebook-Seite Folgendes gepostet. Hallo liebe Arrest-Freunde, ja, das ist eine deutsche Band aus Hanau, um genau zu sein. Und aber jetzt immer der Reihe nach. Ich komme noch zu den Band-Infos gleich. Also hallo liebe Arrest-Freunde, für alle unsere Fans, Freunde und Gönner haben wir uns zum Abschluss dieses besonders schwierigen Jahres etwas überlegt. Alle, in Anführungszeichen alle, die uns bis zum Ende des Jahres, also es läuft noch bis Ende des Jahres, ja, eine Information zu ihrer Anschrift entweder hier unter der Anzeige oder via Messenger hinterlassen, erhalten als Weihnachtsgeschenk ihre Arrest-CD Reincarnation plus Bonus-CD aus früheren Tagen, solange der Vorrat reicht. Jetzt habe ich keine Ahnung, ob aktuell der Vorrat noch besteht. Sollte mir hier irgendeiner von Arrest zuschauen, habt ihr eigentlich eine YouTube-Seite, einen YouTube-Account, wo ihr Musikvideos hoch habt? Ich habe nämlich nichts gefunden. Ich verlinke euch allerdings unten eine offiziell auf YouTube, von YouTube selbst zur bereitgestellte Playlist, wo ihr auch das ganze Album hier anhören könnt. Schreibt mir mal vielleicht, falls einer von den Jungs von Arrest zuschaut, ob das noch aktuell ist und ob das noch geht. Und wenn ja, naja, dann können die Zuschauer, die sich für diese Musik hier interessieren, da sich daher mal bemühen. Und ich habe das nämlich auch getan. Ich habe da eine E-Mail hingeschrieben und habe gilt das noch, das Angebot? Das interessiert mich. Ich habe euch schon länger im Auge, wollte mal was zu euch machen und irgendwie auch mal euch hören. Ich habe auch nichts digital von dieser Band sonst da. Wir wurden irgendwie im Radio, da gingen die auch so ein bisschen bei uns vorbei wohl, ja. Ist halt leider muss ich wirklich jetzt, wo ich das Album gehört habe, sagen, eine doch noch recht unbekannte Band. Also das bekommt man dann halt als Weihnachtsgeschenk, vorab Weihnachtsgeschenk, ja. Weiter schreiben die dann hier, Gesundheit, Geduld und Durchhaltevermögen wünschen wir euch allen von ganzem Herzen. Liebe Grüße, Arrest. Sehr löbliche Aktion, die ich an dieser Stelle hier auf jeden Fall noch erwähnen und hervorheben wollte. Welche Band macht das schon und gibt ihr aktuelles Album plus einem alten Album gratis als Giveaway weg? Nur wenn du die als PN auf Facebook anschreibst und da was hinterlässt und halt eben deine Adresse denen schreibst, ja. Ich glaube nicht, dass da jemand unter das Bild selbst jetzt hier seine Adresse geschrieben hat, oder? Es sind auch nur 8 Kommentare. Ich guck mal jetzt mal die an, ob da jemand so offen war. Nein, ist ja keiner, ne? Ist ja klar, das machst du auch nicht. Als Privatnachricht, ja, okay. So, das habe ich getan. Und jetzt kam halt dieser Schrieb hier von Arrest. Zusammen mit 2 CDs, mit dem aktuellen Album und The Incarcerated. Das ist das erste Album der Band und ich freue mich sehr, dass ich das jetzt hier mitbekommen habe. Ja, warum, werde ich euch noch erzählen. So. Lieber Tommy, vielen Dank für dein Interesse an Arrest. Anliegend die CDs, die wir dir als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk in diesen schwierigen Zeiten überreichen. Wir freuen uns, wenn dir der ein oder andere Song gefällt. Ja, das werdet ihr gleich erfahren, wenn ihr dieses Video denn hier seht. Das weiß ich ja nicht. Ich kann es ja versuchen, mal da bei denen auch in die Chronik zu ballern.
Oder als Privatnachricht vielleicht. Indem wir dir viel Spaß mit der Musik von Arrest wünschen, verbleiben wir mit musikalischen Grüßen AW Productions. Ja. PS, falls du Arrest supporten willst oder vielleicht sogar etwas spenden möchtest, freuen wir uns natürlich sehr. Wenn du magst, kannst du einfach die Arrest-Songs auch auf den Streaming-Plattformen anhören. Spotify, YouTube, Tidal, ja, ich verlinke euch unten, wie gesagt, und dann die Playliste, die dann zu dieser Playlist, wo die ganzen Songs aufgelistet sind, für die könnt ihr euch ja anklicken, was ihr hören wollt, nicht? Oder die CD als Geschenk verwenden. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Part dieser Story. Denn, wo bist du denn? Hier mein Chaos, ey. Ach, da hinten. Nee. Wo ist hier hingelegt? Ich brauch die nachher. Ach, da. Ja, ich bin ein bisschen verpeilt heute. Tut mir leid. Es war kein besonders guter Tag. Ja. Falsch. Ja, ich hatte die halt schon bestellt, weil ich immer was von den Namen wollte. Ja. Deswegen habe ich die jetzt hier original verschweißt. Nochmals, ja. Und, ja, ich würde sie jetzt eigentlich verlosen, aber sie ist schon weg. Ich weiß nämlich jemanden, der sich da zu Weihnachten freuen wird, ja. Und das mache ich dann. So, gut. Also, vielen lieben Dank, Arrest. Ihr habt noch jemanden zu Weihnachten beglückt. Und ihr seid supported worden, denn ich habe das Ding auch gekauft. Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. Und ich freue mich trotzdem noch, denn ich habe die erste offizielle Scheibe von denen. Es gibt noch zwei EPs, da kommen wir jetzt mal zu. Es wird ein bisschen dunkler, Achtung, nicht erschrecken. So, ja, die Band kommt aus Hanau, wie gesagt, aus Hessen, ja. Ist aktiv seit 1992, zumindest ist das Gründungsjahr. Und 96 gab es die erste EP mit dem Namen Survivors of the Game, während dann 97 Fire and Ice als EP rauskam. Und dann das erste Album Incarcerated, was immer das auch heißt, ich und mein Englisch, naja, 99. Dann gab es nochmal 3 Jahre später The Difference und nochmal 2 Jahre später Nightstalker als weitere Alben. Und dann war erstmal 16 Jahre Schicht im Schacht. Und das hier, nee. Geh mal weg, du nervst. Das hier ist jetzt das neue Album. Nicht wirklich. Denn man hat einfach Songs aus The Difference und Nightstalker und ein Instrumental aus Incarcerated genommen und nochmals neu eingespielt. Jedenfalls klingt es so. Ich habe es mal auf YouTube mit einigen Songs verglichen. So 2, 3 Nummern. Mir die alten Versionen auf YouTube angehört und im Gegenzug die neuen. Und es klingt wirklich so, dass das nicht nur einfach so ein bisschen vom Sound aufpoliert ist, sondern es klingt wirklich so, als würden die das im Studio nochmal neu eingespielt haben. Ich weiß nicht genau, was jetzt so ist, aber es klingt wirklich so und vor allem haben die auch andere Lauflängen, die Titel hier. Ja? Also da geht zum Beispiel mal ein Song, weiß ich nicht, im Original 3,59 und hier sind es fast 6 Minuten oder irgendwie so. Ja, 5, 6 Minuten. Fast eine Minute länger oder sogar 2 Minuten länger. Also es ist, ne? Ich denke mal, es ist alles neu eingespielt. Ja. Gut, dann lasse ich das auch als Album durchgehen, dass ich auch review. Ich habe das ja auch schon getan mit der Band Cat, die ja eigentlich auch keinen neuen Song aufgenommen hat. Oder mit Starblind, die nur 2 neue Songs und ein paar alte verwurstet haben, die sie dann auch neu eingespielt haben, immerhin. Ne? Also, okay, gut. Dann kommen wir jetzt auch gleich mal dazu, aber erstmal ein bisschen noch zum Hintergrund. Ich habe meine Infos, wie immer, mal wieder von Metal Archives und hoffe, dass sie dann auch hier mit der CD übereinstimmen. Wir haben hier eine 4-Mann-Truppe. Alex Weinrauch an der Gitarre und am Mikro. Er singt aber erst seit 99 auf den beiden EPs, muss also noch jemand anders am Mikro gestanden haben. Ja. Ich weiß nicht, aber ich glaube, Moment, wie steht das hier? Oh, okay. Also auf der Incarcerated singt noch ein Jerry Donahue. Also hat man da einen anderen Mann am Mikro. Das ist interessant, da bin ich mal gespannt, wie das klingt. Ihr werdet es erfahren, denn die Incarcerated wird in das andere Format einfließen, das ich wahrscheinlich nächstes Jahr starten werde wieder oder rebooten werde, nämlich wie Feedbacks nur mit CDs. Also ich werde immer so 10 CDs hören, so nebenbei, ne, und wenn ich die durchgehört habe, dann einfach auf den Stapel tun und euch dann in Kurzfassung von 10 Alben meine Meinung kurz immer dann so sagen in einem Video. Das wird in ungefähr immer eine Stunde wahrscheinlich gehen, so ein Video. Vielleicht. Gucken wir dann mal. Ich weiß noch nicht aus dem Kopf, wie lange das dann so wird, so eine Episode. Und da werde ich mir die gleich auf den Stapel legen. Ne? So, zurück zu diesem Album. Jetzt muss ich hier wieder klicken, ich Idiot, weil ich mich hier wieder weggeklickt habe. Also, und seit 99 singt halt, also nach der Incarcerated offenbar, Alex Weinrauch und spielt eben die Gitarre. Und die zweite Gitarre spielt Frank
Doletschik. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ich weiß es nicht. Und Ralf Weber haben wir am Bass. Alles seit 92, also alles Bandgründungsmitglieder. Und seit 2000 ist Jerry Müller am Schlagzeug. Und Jerry Müller war mal bei einer Band namens 7X. Die machen Heavy Power Metal, haben aber nie etwas released, wie es hier steht. Jedenfalls auf Metal Archives ist da nichts gelistet. Und die ist auch aus den 80ern, die Band. So, zurück zu Arrest. Kommen wir zur Optik. Ich hoffe, das Licht ist hier so halbwegs. Euch ist es wahrscheinlich schon aufgefallen. Mir ist es auf jeden Fall aufgefallen. Die Videos werden von YouTube abgedunkelt. Ja, also die Belichtung der Videos. Ich weiß nicht warum. Liegt das nur daran, dass man eine gewisse zu geringe Abonnentenzahl hat und YouTube gibt einen Fick. Ja, wir müssen ein bisschen Platz auf unserem Server sparen. Wir mindern die Qualität des Videos, indem wir sie abdunkeln. Kann das sein? Und die kleinen YouTuber werden dann gefickt und deswegen ist das Bild dunkler als... Also wenn ich mir meine Datei auf meinem Rechner anschaue, dieses Video hier jetzt, dann ist es wesentlich heller und klarer, das Bild, als nachher, wenn es abgeloadet ist. Auf YouTube. Danke YouTube, wie ihr auch mit euren Content-Creatern umgeht, ne? Also ich hoffe, man kann das alles genug erkennen. Also wir haben hier, ja, das Album heißt ja Reincarnation. Ich vermute mal, dass da soll eine wiedergeborene Seele sein, die über, ja, dem Wasser schwebt. Keine Ahnung. Ich mag ja diese minimalistischen Cover-Artworks. Hier muss ich dazu sagen, wenn ich die Band jetzt überhaupt nicht kennen würde und ich würde nur dieses Cover-Artwork sehen, würde ich vermuten, es geht eher in die Richtung AOR. Denn die wählen gerne mal so Motive. Der Schriftzug allerdings ist ziemlich... Ja, neumodisches Wort, incoming, edgy, ja. Ich mag aber diese Art von Schriftzüge. Also es ist, finde ich, wesentlich kreativer, als wenn man einfach nur irgendeine ganz normale Schriftart nimmt, ne? Gruß geht raus an die Band Air Force, die auch ein sehr gutes Album dieses Jahr abgeliefert haben. habe ich auch schon reviewt auf meinem Kanal. Das ist aber ein geiles Logo, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich persönlich das Logo hier unten hingesetzt hätte oder ob ich das nicht einfach kleiner gemacht und hier oben drüber geknatscht hätte. Ne? Oder in einen der freien Bereiche. Na, das hätte vielleicht ein bisschen merkwürdig gewirkt. Aber, oder vielleicht das Ganze ein bisschen weiter runterziehen. Diesen Wasserspiegel ein bisschen weiter abkürzen, so vielleicht. Das reicht ja. Dieses hier unten muss man ja nicht unbedingt sehen. Und dann darüber. Ich weiß es nicht. Ich hätte da ein bisschen rumgespielt, ja. Aber ist okay. Ja, also, ne, wenn wir jetzt hier nicht rumbeckern. So, hier haben wir sehr schön gemacht. Finde ich sehr schön retro. Es gab einige ältere CDs, wo oben nochmal das Logo über der eigentlichen Titelliste stand, ne? Und das ist hier, hat mich dann so teilweise an die Flohmarktfunde erinnert, die ich manchmal so hatte. So Scheiben vom Flohmarkt, wo du gar nicht, was ist denn das für eine Band? Das sieht ja nach Metal aus, ne? Das muss ich irgendwie, warum weiß ich nicht, spontan dran denken. Und die haben wir halt, die 14 Titel, gut lesbar, ja, so dann hinten drinnen. Es wird jetzt nicht viel spektakulärer. Labelprint haben wir hier. Hier haben wir den Schriftzug auf diesen Flügel, ja, auf diesen Flügel, auf dieser Seele oder was. Ne? Hier nochmal das Gleiche, was man eigentlich ja auch hier hinten drauf sieht. Ja, auf Rückseite das Booklet. Das Booklet selbst. Ah, nicht runterfallen. Boah, schreck das nach. Ist in Ordnung. Ja, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit der Schriftart. Das sieht so handgeschrieben so ein bisschen aus. Bei dem Lesen. Aber zum Glück, Metal Archives hat die ganzen Texte, jedenfalls von den älteren Songs ja. Das aktuelle Album hat noch keine Lyrics eingetragen, aber die älteren ja halt. Und das sind ja alles alte Nummern, die neu eingespielt wurden hier. Achso, übrigens. Hier haben wir ein paar kleine Bandmember-Fotos unten. Hier nicht. Hier auch. Nee, hier auch wieder. Und zwar nur. So, das ist halt der Mittelteil, das Booklet. Werden wir hier dann wieder nur Lyrics haben. Und. Ah, ja, hier haben wir dann auch nochmal Lyrics und so ein bisschen nochmal Bandfotos und Bandinfos. Albuminfos, sorry. Ja. Ist in Ordnung. Kompakt, passt, ist in Ordnung, ist gut. Bei richtigem Licht kann man es auch gut lesen. Aber wenn ich dann jetzt hier mit der Lampe sitze, ja, dann brauche ich halt Metal Archives. Aber ist ja nicht schlimm. So, gut, dann kommen wir zu den Songs im Einzelnen. Ich mache mal wieder heller. Hätte ich gerade eben machen sollen, als ich das Albumcover zeigte. Ich bin heute echt daneben. Tut mir leid. Jetzt sieht man es auch besser, ne? Ja, ich bin Vollidiot. Ich lasse das jetzt so. Ich bin fauler Vollidiot. So, der erste Song ist Solitary Man. Solitary Man ist ein... guter Opener, finde ich, weil der Song ist catchy, schön eingängig, bewegt sich im Mittempo und Arrest machen traditionellen Heavy Metal. Wenn ihr jetzt einen Vergleich wollt, stilistisch, würde ich am ehesten sagen, es geht in die Richtung New Wave of British Heavy Metal und dann so eine Mixtur aus Iron Maiden und Accept, vielleicht noch ein ganz kleines bisschen Judas Priest und Black Sabbath. Aber eigentlich würde ich hauptsächlich sagen, Maiden trifft auf Accept so ein bisschen.
nicht, was die Vocals angeht, also was Accept angeht. Das ist jetzt keine raue Stimme, er hat eher eine klare Stimme. Und dieses Album ist auch nichts, vielleicht auch die ganze Band, ist nichts für Sangesgott-Fetischisten. Ja? Der Mann macht seine Sache gut, vor allem in den höheren Tonlagen gefällt er mir gut, ohne dass er jetzt wirklich in die Kopfstimme geht. Also er hat niemals wirklich spitze Schreie, dass du sagst, wow, jetzt ist er, jetzt kann ich ihn besser hören. Ja, das ist, sowas passiert hier nicht. Aber in den höheren Tonlagen singt er dann schon dann und wann. Und da gefällt er mir ein bisschen besser, als wenn er so dieses Gehauchte macht. Das ist so ein bisschen, fast schon würde ich da sagen, das passt dann eher in den Hardrock oder in den Melodikrock-Bereich. Weiß ich nicht. Hört es euch an, macht euch ein eigenes Bild. Ich finde den Sänger nicht scheiße, ja, aber es ist nicht die beste Gesangsleistung, die ich dieses Jahr gehört habe. Sage ich jetzt mal so. Ja, aber für den Stil ist es gut, es passt. So. Solitary Man hat auch einen guten Refrain, so, ne, den man gut mitsingen kann, mit einem guten Groove so ein bisschen drin. Ist ein schöner Opener, wie gesagt. Dann kommt Beast in You. Das ist eine schnellere, treibendere Nummer. Und hier habe ich leider keinen wirklichen Mitsing-Refrain ausmachen können. Dafür werden wir aber stattdessen belohnt mit einem Wow-Wow-Wow-Wow-Refrain, wenn man so will, oder Part. Also so ein Oh-Wow-Mitsing-Part, mehrstimmig. Und der ist auch richtig schön eingängig gemacht. Ja, und den singt man dann auch gerne mit, ne? So. Also das hat den Song so ein bisschen auch für mich dann gerettet. Dann kommt Stück Nummer 3, Dancing on the Edge of Chaos. Sorry, 3 Wochen schon jetzt mittlerweile der Husten, oder ich glaube 2,5, ich weiß nicht mehr. Dancing on the Edge of Chaos hat einen balladesken Einstieg erstmal, wird dann aber zu einem schleppenden Stampfer, würde ich am ehesten sagen. Hat auch einen netten Refrain, auch recht eingängig gemacht, finde ich. Und es gibt in diesem Song auch einen sehr guten Instrumentalpart, der so ein bisschen länger ist. Überhaupt sind die meisten, also viele der Songs etwas länger. Es gibt auch 2 Stücke, die gehen über 7 Minuten sogar. Und eins davon, ja, da komme ich hier noch zu. Wir wollen ja noch nicht spoilern hier, ne? So, dann kommen wir Stück Nummer 4. Das ist Dirty Black Hole. Hat ein sehr geiles Retro-Heavy-Metal-Riff. So richtig so ein schönes Luftgitarren-Riff oder so ein bisschen. Da kommt auch so dieser leichte Accept-Vibe durch, finde ich. Das ist ein Mid-Tempo-Stampfer. Hat auch einen entsprechend passenden Refrain. Und ist insgesamt allerdings von der Stimmung her ein bisschen düsterer, finde ich, diesen Titel. Ja. Dann kommt Nummer 5, Nightstalker. Das ist ja der Albumtitel eines des, glaube ich, 3. Albums. Das muss ich mal luschern, dass ich hier auch kein Quark erzähle. Ne? Ja, das 3. Album, genau. Das ist der Titeltrack dessen. Nightstalker ist etwas Hardrock-beeinflusster im Riff, finde ich. Obwohl es trotzdem Heavy Metal ist, aber so vom Einfluss her, ja, mit einer bisschen anders eingestellten Gitarre wäre das auch ein sauberes Hardrock-Riff, meine ich jetzt, ja. Der Song bewegt sich in knackigem Mittempo, geiler, stampfender Groove drinne so ein bisschen, ja, aber eben im Mittempo. Und hat auch einen guten Refrain, der auch gut dazu passt mit diesem Nightstalker, ja. Nimmt dich ganz gut mit, das Ding. Also es ist auch wirklich einer der eingängigeren Songs. So, und dann kommt Stück Nummer 6 und das ist für mich das, nicht nur das Album-Highlight auf dieser Scheibe, das ist für mich auch einer der besten Songs des Jahres sogar. Da war ich wirklich, wirklich überrascht. Wobei, man kann ja nicht sagen, der beste Song des Jahres war, es ist ja älter. Ja. Ich glaube, der ist auch von der Nightstalker, ne? Jo. Genau. Und zwar Desperate Memories. Jetzt haben wir gerade Herbst und ich liebe es, wenn man im Herbst eine richtig schöne, stimmungsvolle, epische Ballade hat, die man hören kann, ja, die auch vor allem einen Ohrwurm-Effekt auslöst. Und das ist natürlich jetzt geschmacksabhängig, was genau an einer Ballade bei einem Hörer den Ohrwurm-Effekt auslöst und so ein bisschen Gänsehaut, ja. Und diese Ballade hat, ja, wenn man das Ballade nennen will, man kann ja eher sagen Power, Heavy Metal, Power Metal Ballade, der, weil es ist schon ordentlich Gitarren drin, aber es ist eben eher insgesamt ein ruhigeres Stück. Ja, und das hat halt alle Elemente, die ich da in dem Bereich mag, ja. Es beginnt mit einem schönen Piano-Einstieg. Wie gesagt, ne, der Gitarrist hier ist nicht der beste Sänger der Welt, aber es ist okay, ja. Ist halt ein bisschen cheesy. So, dann geht's über in diesen Power-Metal-Balladen-Part mit einer richtig geilen Melodie, wo ich dachte, Alter, das ist eine gute Melodie. Da bin ich ja mal gespannt, wie da der Refrain zu passt. Ja, und siehe da, wir haben hier den besten Refrain des ganzen Albums. Der ist ein bisschen strophenartig gemacht, ja, muss man so ein bisschen lernen, ja, aber mit Sicherheit, wenn ich den Song 2-3 Mal gehört habe und diesen Refrain auswendig gelernt habe, dann werde ich ihn noch nicht mal aus dem Ohr kriegen, für langere Zeit, ja. Den muss ich unbedingt meiner Süßen mal vorspielen oder vielleicht mal fürs Auto aufnehmen und mal ihre Meinung dazu erfahren.
wirklich, wirklich stark, der Song, finde ich. Und es wird sogar noch besser. Es gibt nämlich im hinteren Teil oder im mittleren Teil, es gibt noch einen episch gehaltenen Instrumentalpart, zu dem dann auch noch ein Oh-Wo-Wo-Chor kommt, der auch nochmal eine richtige Gänsehaut auslöst. Auch alles vor allem sehr viel mehrstimmiger als in den anderen Refrains bisher. Wo ich mich frage, wenn man dann schon die Backing-Vocals da hat, warum setzt man die nicht immer ein? Aber das ist wieder eine Geschmackssache. Ich persönlich würde es tun, ja. Wenn ich eine Band hätte, die in dem Stil sich bewegt, würde ich, und wenn ich die Möglichkeit hätte, so in dem Stil wie bei Desperate Ended Memories Choräle einzusetzen, dann würde ich sie auch in allen Songs einsetzen. In den Refrains. Zumindest bei Titelnennungen. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Aber gut, das ist natürlich, soll jeder machen, wie er will. Aber ich fand das echt, da war ich echt, Halleluja, da habe ich nicht mit gerechnet mit diesem Song. Dann kommt Stück Nummer 7, das ist Easy. Easy ist, wie gesagt, der einzige Song von der hier, wo ich dir jetzt wieder hingetan. Von der hier, ja. Und eigentlich ist es kein Song, es ist nämlich ein Instrumental. Und zwar ein wuchtiges und rockiges Instrumental, ja. Und hier haben wir dann auch ganz stark diese an Maiden erinnernden Leads oder dieses Hauptriff, dieses leicht Dudelige, ne. Aber eben auch so einen gewissen eigenen Touch natürlich. Also es ist jetzt keine Band, die jetzt einfach nur Maiden und Accept covert und fertig ist, die Wurst. Oder kopiert, meine ich jetzt, nicht covert, ja. Die haben schon so ein bisschen eigenes Feeling drin. Wo ich die Band auch mit, um jetzt mal einen unbekannteren Bandvergleich zu ziehen, woran mich die Band oft erinnert hat, ist an die Band Arch. Ich weiß nicht, ja, ich will mal sagen Arsch, ne? Arch. A-R-T-C-H, Arch. Da habe ich auch nur ein Album von, irgendwas mit Mankind. Ich weiß den Titel nicht mehr. Irgendwas mit Mankind, ja, glaube ich, heißt die. Und daran hat mich die hier ganz, 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 ganz oft erinnert. Ja, nur bei Arch ist das Problem, denen fehlen wirklich die Refrains. Meistens, ja. Und hier wird das geliefert. Ne? So, dann kommen wir zu Stück Nummer 8, das ist Silent Truth. Das hat erneut einen balladesken Einstieg, wechselt dann aber in geiles Mittempo mit einem richtig guten Retro-Heavy-Metal-Riff dazu. Ja, erneut ein schöner, mehrstimmiger, strophenartiger Refrain, genau wie ich mir das ganze Album immer schon eigentlich gewünscht habe. Und auch hier wieder ein gut gelungen eingebauter Instrumentalpart dabei. Auch wieder ein längerer Song übrigens. Das ist, glaube ich, der zweite von den beiden über 7-Minuten-Titeln. Ja, auch ein schönes Stück. Da dachte ich erst, jetzt steigt das Ding aber. Jetzt gehen die aber ab hier. Jetzt haben sie sich warm gespielt, wa? Dann kommt Soldier of Sins, Stück Nummer 9. Auch ein, hat erstmal fand ich das Intro gut, diesen ganzen Einstieg. So mit diesen Snares, mit ne, dieses, es geht ja um Soldiers, also dieses Militärische. Hat eine gute Stimmung erzeugt. Es geht dann rein in sehr geiles Mittempo und das Riffing in den Strophen gefiel mir hier auch wirklich gut. Und auch hier haben wir erneut einen schönen, mehrstimmig umgesetzten, strophenartigen, also mit mehr Text versehenen Refrain. Und auch hier haben wir wieder einen schönen Instrumentalpart dabei. Ja? Also auch wieder ein guter Song. Der Refrain hat auch eine ordentliche Hook, finde ich. Ist alles ein bisschen epischer auch umgesetzt, also hat mir echt gut gefallen. Dann kommt The Difference. Diese Nummer hat wieder ein bisschen mehr Hardrock-Einfluss, finde ich. Entsprechend umgesetzt ist auch der Refrain. Und hier muss ich jetzt eigentlich sagen, der Refrain, den fand ich jetzt nicht so geil wie bei den anderen. Das liegt jetzt aber auch daran, dass die drei vorangegangenen Songs alles wirklich Knaller waren. Ja. Gut. Ja gut, dann kommt der Song Big Jim. Der hat ein nettes Retro-Feeling, ja, dieses klassische Heavy-Metal-Feeling, oder sagen wir eher NWOBHM-Feeling, finde ich. Ein rockiges Riff, guten Drive am Start, bewegt sich so ein bisschen leicht über Standard mit Tempo, vom Tempo her, ja. Und ja, hier muss ich aber allerdings sagen, mal mit Jim, der Refrain hat mich überhaupt nicht mitgenommen, ja. Weiß ich nicht, der hat bei mir nichts zurückgelassen. Einfach. Das fand ich ein bisschen schade, aber naja. Ja. Gut, dann kommt Shadows Behind Me. Den Song fand ich am sperrigsten, ich persönlich. Ja. Hat einen ruhigen Einstieg, geht dann in den Mittempo mit traditionellem Riff. Das Riff fand ich somit das Geilste an diesem Song. Ja. Die Strophen sind dann schneller, treibender umgesetzt. Der Refrain, naja, ist okay. Ja. Und insgesamt erinnert mich das halt an so eine Mischung aus, ich muss immer wieder denken an so einen Hin- und Her-Switch aus Black Sabbath und Iron Maiden. Black Sabbath, Ozzy-Phase und Iron Maiden, Dickinson, ne? Also frühe Dickens, würde ich hier in dem Fall sogar sagen. Gesanglich natürlich nicht niemals diese Klasse erreichend, aber es hat mich daran erinnert. Allerdings alles irgendwie so leicht progressiv, weiß ich nicht. Es hat mich irgendwie nicht so wirklich zum Mitwippen animiert wie die anderen 11 Songs bisher. Und da hat dann auch der nette Oh-Wow-Part, der dann auch noch kommt, mich dann trotzdem nicht rausreißen können aus dieser Stimmung.
Trotzdem ist es kein Scheiß-Song, aber für mich der sperrigste auf diesem Album, für mich persönlich jetzt, ja. Ich fand da am schwersten den Zugang. Dann kommt The Other Dimension auf Nummer 13, das war dann wieder wesentlich besser. Das beginnt als schneller Double-Bass-Banger, bleibt auch eher rockig dann in den Strophen. Der Refrain geht auch in Ordnung und ist auch schön mehrstimmig, ja. Beim ersten Mal dachte ich erst ein bisschen, oh, okay, weird, aber als du den zweites Mal hörst den Refrain, dann ist das dann, bist du drin in dem Rhythmus, Speed, Flow, wie sagt man denn, ja. Und dann nimmt er sich auch mit irgendwie. Gut, dann kommen wir letztlich zum Rausschmeißer Nummer 14, Same Old Story. Das ist ein Mid-Tempo-Metal-Song der eingängigeren Art. Was mir gefallen hat, ist am Anfang sind so Rock, Rock, mehrstimmige Parts. Nur einmal ganz kurz, ne, in der ersten Strophe, wenn man so will. Auch während der Strophen selbst, generell sind hier und da mehrstimmige Gangshout-artige Worte hervorgehoben. Der Song ist treibend und stampfend, wie gesagt, umgesetzt im Mittempo. Der Refrain war auch okay, allerdings auch wieder nicht allzu mitreißend, muss ich sagen. Aber ist trotzdem ordentlich Herausschmeißer, ja. Ja, also das meine Meinung zu den einzelnen Titeln auf der Reincarnation von Arrest. Reincarnation heißt ja Wiedergeburt, ja. Wenn ihr denn jetzt wieder lebt, ne, dann macht mal schön was Neues demnächst, ja. hier wäre ich jetzt wirklich gespannt, wie es wohl klingt, wenn die dann jetzt wirklich ein ganzes, neues, vollwertiges Studioalbum schreiben und releasen. Wie das wohl klingen würde, denn man kann es auch empfehlen, das zu tun, denn, ja, wie man ja hört und auch wie ich dieses Jahr nun auch ja nun mehr als zu spüren bekommen habe, der traditionelle Heavy Metal, Power Metal ist wieder im Kommen, oder? Also es gab dieses Jahr wirklich einige Releases, die so richtig geil auf die Retro-Schiene gegangen sind und mir viel Spaß gemacht haben. Vor allem allerdings, es sind eben immer so kleine unbekannte Bands, ne? Es ist immer irgendwie schade, dass diese kleinen unbekannten Bands nicht die gleiche Anerkennung bekommen wie ihrer Zeit die großen, ja? Die kommen halt alle 40 Jahre zu spät. So 30, 40 Jahre, ne? Das ist doof, ja. Aber gut, ich find's trotzdem geil, dass es immer noch Bands gibt, die das trotzdem durchziehen, das Ding. Oder dass es Bands gibt, die halt damals mal so ein bisschen ihre Gehversuche gemacht haben und dann jetzt sagen, so, jetzt sind wir zwar alles alte Säcke, aber wir wollen es trotzdem noch mal wissen. Ne? Bands wie Wallop oder in diesem Fall hier jetzt vielleicht auch Arrest, ja. Und Co. Also es gibt ja einiges dieses Jahr, gab's da ja, ne. Aber ich freue mich auch immer wieder, wenn eine neue junge Band auftaucht mit jungen Spunden, die aber genauso klingen, als wären sie aus den 80ern. Und das gab auch da in diesem Bereich einiges dieses Jahr. Und es kommt auch noch einiges auf diesem Kanal. Ne? Ich habe noch... Hör bloß auf, ich weiß gar nicht, wie ich das bis Ende des Jahres schaffen soll. Es kommen jetzt schon wieder neue Sachen bestellt und ich müsste eigentlich jeden Tag 2 Reviews machen. Aber mal gucken, ob ich das noch schaffe dieses Jahr. Ja, gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, ob euch die Band gefällt. Schreibt es mir in die Kommentare, mich würde es interessieren. Ich bedanke mich bei Arrest für die beiden CDs auf jeden Fall. Ne? Auf die bin ich dann auch sehr gespannt. Da werde ich mich überhaupt nicht spoilern, bis ich sie, die werde ich wirklich blind hören. Also ich kann ja jetzt schon easy, aber es ist ja nur ein Instrumental. Und ich werde mir die gleich auf den Stapel legen und dann werde ich da nicht weiter reinhören. Bis ich dann irgendwann Anfang nächsten Jahres dieses neue Format mache und dann werde ich die mit reinnehmen und dann, ja, so mache ich das. Gut. Da habe ich dann gleich was Schönes zum Start ins neue Jahr. Ne? Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch viel Spaß, wenn ihr was auch immer als nächstes schaut. Und sage bis zum nächsten Mal, wie immer, farewell.